Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Shadow in Hong Kong. Wir sind hier noch bei Gaichus Privatkrieg gegen Renraku. Haben beim letzten Mal, das wollen wir noch nicht machen, irgendwie diese Tür hier aufgemacht. Wollen wir gucken, was uns hier im Basement erwartet. Dafür kriegen wir Kammer. Okay. Aha. Wozu? Ah, haha, verstehe. Können wir, wenn wir von hier den, oder? Wenn wir von hier den Alarm auslösen, dass die dann die Gaichus X-Team dann hier rein muss und der einzige Zugang ist hier, das heißt, sie müssen an diesen offensichtlich, ich vermute mal, toxic, ja, weil grün, grün ist aber giftig, an diesen Dingern vorbei und die können wir dann zerschießen und dann können sie vergiftet werden. Das klingt nach einer guten Idee. Egal, tun wir einen Stash. Okay. Ne, das sieht ja soweit. Ja, Shaman haben wir nicht, also. Terminal glows blankly, awaiting your command to unsuppress the alarm system and tap into the ransomware communications channel. Set the trap. Alright, Gaichu, your friends are inbound. Now they will learn what it is to face me into combat. No more running, no more hiding. Tonight we end this for good. Okay. Okay, wir haben zwei Runden. Okay. Das heißt, wir können uns hier an verschiedenen Stellen positionieren. Ich würde mal sagen, dich stellen wir irgendwo hin, wo du das meiste sehen kannst. Am besten hier. Hier stellen wir mal lieber keinen hin. Hier, das wollen wir in die Luft sprengen. Das wollen wir auch in die Luft sprengen. Wenn ich wüsste, wie weit die Reichweite ist, dann könnte Gaichu nämlich nach hier gehen. Bist du da durch? Offensichtlich. Du. Also erstmal. Dröhnchen. Dröhnchen geht. Nach hier in der Hoffnung, dass wir die nicht brauchen. Oh, Entschuldigung. Sehr furchtbar. Kleiner Nieseinfall, den ich rausschneiden musste. Entschuldigt. Du kannst. Sei dir egal, wo du hingehst. Solange du irgendwo bist, wo du Koschei siehst, dann gehen wir nach hier. Du kannst nach hier. Dahinter sieht dich ja keiner. Du bist ja sehr klein. Du gehst auf das und machst Overwatch. Du hast keine Fernwaffe, also man kann es ja trotzdem. Was passiert eigentlich, wenn du mit deiner Nahkampfwaffe Overwatch machst? Finde ich, will ich mal sehen. So, du nimmst das Ding in die Hand und machst Overwatch. 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 Du könntest. Accuracy plus und mit dem anderen warten wir noch.
Oh, ah ja, stimmt, da war was. Den werden wir los. Und da ist schon der nächste. Na gut, dann fangen wir mal an. Meinst du, kriegst du einen Headshot hin? Oh, very nice. Das waren doch aber mehr als zwei, ne? Hier müsste noch einer sein. Waren das nicht drei Leute oder vier? Heavy, also Mage ist raus. Dann haben wir den Captain ist eins, Heavy Gunner ist zwei, Sniper ist drei, es sind mindestens noch drei. Also müssen noch zwei irgendwo sein. Das war sehr einfach. Da sitze. Okay. Okay, na gut, dann 1890, was bist du, Takawa? Gunner klingt. Machen wir den Gunner weg. Okay. Wo ist noch ein Schuss? Na gut, dann. Rector wird Koscher jetzt mal overclocken. Du könntest ja noch mal versuchen, ob du die hier vielleicht triffst. Isobel? Na gut. Stehst du da außerhalb? Da sollst du hinschießen. Kannst du da hinschießen? Nee, kannst du nicht. Okay. Gaichu wartet mal noch. Können wir sehen, ob wir den kaputt kriegen hier. Sehr gut. Okay. Ja, das ist ja überraschend einfach, bisher zumindest. Und du begibst dir ja nicht mal in Deckung, du bist ja wirklich ein guter Samurai. Ich meine, wir könnten jetzt, aber. So, ich würde sagen, den letzten Angriff machst du. Come on, Gaichu. Na, also. So, okay. Ach, den Kollegen, den wir hier gleich ausgenockt haben. Okay, na dann konfronten wir den mal. Ishida lies on the cold tile, gasping for breath. His armor is rent and tattered, but his eyes still burn with rage. He spits at Gaichu as you approach. Gaichu, utterless cur, I regret the day I ever began teaching you. You are truly depraved to kill your own brothers rather than submit to what is right. Gaichu, yes, that is my name, as everything of my old life has been taken from me.
What is honor if it is built on a lie? What is duty if the dogma behind it is corrupt? What do you know of it, vermin? Every red samurai who has become subhuman has taken their life. Everyone but you. Okay. You're a disgrace to their order and a disgrace to your people. Meinst du jetzt die Humans oder die Subhumans? Also für die Subhumans ist er keine Disgrace. Nur also muss dein Rassismus auch irgendwie kohärent halten. Big words coming from a fascist. You've been blinded by indoctrination, Ishida. For years you were taught that to be pure was to be powerful. Ja, das hatten wir schon mal. Hat nicht funktioniert. The metahumans, the infected and the deformed, were to be scorned for their weakness. Yet here I stand and there you lie. Broken. You think a victory over Sasaki, Takagawa and me makes you superior? You'll spend the rest of your useless days cowering in the darkness, eating the flesh of your betters. You're no better than an animal, skilled though you may be. Snarling in fury, Gertrude hurls his katana to the floor. He reaches out to grab Ishida by his collar, yanking him up so that their faces are only an inch apart. You said the red samurai were the best, the strongest, the most capable. Those who were non-human were unworthy of consideration. You told me that I would be better for having joined you. But it's a lie. I was infected and I became better than I was. Können wir dieses, wer besser ist und größer und länger und so, müssen wir das jetzt hier ausdiskutieren? Your own blindness allowed me to escape. Blind to my skill and blind to the power of the impure. I was not superior because I was Red Samurai. I was Red Samurai because I was superior. Das, ihr habt aber auch alle eine kleine Meise, ne? Also so ein bisschen irgendwie so ein Überlegenheitskomplex oder... Also in dem Fall wahrscheinlich ein Minderwertigkeitskomplex, den ihr versucht zu kompensieren, habt ihr ja irgendwie alle, ne? Also ist jetzt nur so meine oberflächenpsychologische Meinung. I choose my own fate. I make my own destiny. Ja, ja. Du willst ein Warrior of Destiny werden, ne? Klar. I will show you the strength of my disease, Ishida. I will make you like me and you will be cast out just as I was. I survived and remained intelligent because I have the will to do so. Can you say as much? Weißt du, das ist eine gute Idee, noch einen Ghoul zu machen? Ich meine, können wir ihn nicht einfach totschießen? Ach, ist mir ehrlich gesagt... Also es ist ja Geitschus... Ding, ne? Also eigentlich, wieso, was habe ich hier eigentlich zu entscheiden? I don't know about this. Ishida's head falls back as he laughs, but the laughter turns to bloody coughing. You think I let you infect me, monster? I'll do what you were too weak to. I'll take my own life like the 47 Ronin of old. Oh, yeah, deep. Such a foolish boy. Die waren aber nicht infected, by the way. Foolish, you underestimate me, old man. After I cripple your arms, you will have no means to kill yourself. Das stimmt so nicht. the disease will burn through you like a fire, consuming every inch of your humanity. Ach so, du kannst dich dann nicht mit Seppuku, ne? Seppuku. Also mit dem rituellen Selbstmord umbringen. Das stimmt, aber du kannst immer noch vom Hochhaus springen oder so. Then we shall see, Gaichu, and if you are wrong, I shall meet you again in my next life and try to teach you to do better. Do what you will, this is between the two of you. Gaichu nods to you, turning back to Ishida. Come, I will show you your own inner weakness. The sounds that follow are viscerally, intensely horrifying. The crunch of bone mates with the sound of wet flesh, tearing under the pressure of jagged ghoul teeth. And as a high counterpoint comes Ishida's screaming of horror and pain, and undoubtedly some measure of the terror of what Gaichu is doing to him. Eventually, Ishida passes out. Gaichu rises, wiping copious amounts of blood from his mouth with the back of his hand. Ja, ja. Also so mit Gaichu im Team und mit Rector ist ja eigentlich
Heidi, alles gut hier. Ne? Ach nee, da ist Gaichu. Ach, das bin ich. Also mit Gaichu und Vector in unserem Team kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Wir sind ja alle total cool. It is accomplished. He is unconscious, but he will live. Let us be done with this. Mit wem können wir hier reden, Spiel? Spiel? Whatever. Okay, die Drohne. Mhm. Hat sich durch den Fahrstuhl teleportiert. Ich nehme mal... Ah, du bist auch tot. Ja gut, ich nehme an, hier passiert jetzt noch was. Oder nicht. The sun's rays paint Hong Kong's mountains in a palette of orange and gold as they speed by outside the train. With a final flash, the sun dips below the horizon, foretelling the inevitable descent into night. Gaichu is silent as you walk back to the MTR station. His body remains as tense as the cables on the suspension bridge, but his expression is triumphant. Ishida has been punished. All that awaits him is a slow descent into hunger and possibly madness. Ooh, whatever. And, Gaichu hatte einen kleinen nachmittäglichen Snack. Das wird ihm ja wahrscheinlich auch gut tun. Und die anderen von uns werden, denke ich mal, für eine Weile fasten, weil also zumindest ich jetzt nicht unbedingt Appetit bekommen habe. Sehr gut. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Haben wir mal ein bisschen Zeit, was Gaichu zu der ganzen Geschichte zu sagen hat. Mission Computer können wir uns auch noch angucken. Pay Data, Micro Product Launch Schedule. Okay. Okay, nothing. Walk away. Oh, advanced drone being used for research by Raku, non-functional in combat situation. Das ist vielleicht was für Rector. Aber bevor wir mit Rector reden, das ist ja immer nicht so eine gute Idee, weil wir danach immer nicht schlafen können, reden wir erstmal mit Gaichu. The dim cabin's air stick with the pungency of incense and an AA small, whatever, rudely constructed altar sits near Gaichu's box of mementos. It consists of a wooden box, a few trinkets, and a bowl for burning incense. Gaichu himself is polishing his sword again. He runs a claw among the length of the blade, feeling and listening for nicks and dents. Good evening, Gonzo. Good evening, Gonzo. A fine evening, isn't it? What can I do for you? I sort of assumed you'd want to talk about what happened with your team. Of course, I have thoughts about it, but why would I burden you or anyone else with them? If you would like to talk about it, then we may, by all means. I'm a private person by nature, however, this is why I did not seek you out to speak on it. Of course I want to talk about it. Are you okay? Curious question. Am I all right? I, the one who survived? Who has now shed his old life entirely? Who no longer need worry about assassins and the seals? Yes, I'm more than all right. I'm free. The team is all dead, save for Ishida. He will know what it's like to feel the disease burn through his brain, stripping logic and artistry and leaving only hunger in its wake. When it is done, I'm certain he will be an animal, while I remain whatever it is I am. Gaichu, but one that may speak and act as a free being.
There is some poetic justice in this, I feel. His claims of my weakness mirrored by his own descent into feral madness. And yet here I am. Ja, vor allem Weakness, die haben ja, haben die einen Schuss? Ja, er hat einen Schuss abgegeben auf die Drohne. Ansonsten, sie haben ja echt nichts vorhanden gekriegt. One with enough willpower to survive and prosper despite my ill fortune. It was your choice so long as you stand by it, that's what matters. Thank you for understanding that. The ability to choose consciously is what sets me apart from other ghouls. Understand, Ishida was a product of the same training that shaped me, but unlike me, he has never had the training proven wrong. He always believed he was the strongest, the best, and that he was unbeatable by lesser creatures. Ja, gut, genau genommen haben wir ihn ja, aber ist ja auch egal. Also vor allem hochentwickelte Lasergewehr hat ihn, aber... He would never have learned. His xenophobia and arrogance would have ruled him his entire life. Men like Ishida are the reason that Japan refuses to accept that the awakening was a natural affair and ships metahumans to Hyomi Island. I was taught that people like Duncan, Gobbett and Isabel are subhuman, yet I have seen what they can accomplish and I am impressed. What do you think of the last mission? That is what we're already talking about, is it not? Yeah. Has killing your old unit changed your outlook on life? Was ist das für eine Pfefferminztee-Frage? Yes, yes, I think it has. My lesson to Ishida should not end with him. If becoming a ghoul has allowed me to prosper and become stronger, surely I should hone my instincts just as my training honed my swordsmanship. If I can apply the same focus to my new nature as I did to my skills in combat, I am certain I can prove that to be a ghoul is only to be different, not lesser. I knew this before, logically, but I did not feel it. To know and feel are different things entirely. Regardless, Ishida's word is now mine. A sword is now mine. It is a newer blade than my own and appears to be made with some manner of enhanced decote process. Along the tungsten carbide edge. I've noticed a marked improvement in my speed when using it, particularly with follow-through moves. Should an enemy fall to this sword, I will be able to reposition much more rapidly. Okay, wir haben also ein Upgrade. Okay. Do you regret having to kill your unit 9? No, I do not believe I do. Yeah. We were locked in a dance that could only end with my death or theirs. We chose that path, consciously or not, and I am unwilling to die so that they could live. I value my life, even changed as it is. Their insistence on following the structure of their duty ensured this end, just as surely as my refusal to die did. I regret only that circumstance and training led us to this point. They were still family to me, even at the end. But if your family turned on you and tried to kill you, you would still defend yourself. What will you do now? Surely you're joking with me. I will stay here and aid you in your endeavors. I have no other life to turn to, nor anyone else to call friend. As you have aided me, so too will I aid you. This life in the shadows is the most free and open I have ever felt. I have no desire to go or do anything else. Perhaps later I will, but not anytime soon. Okay, have a good night. The same to you, my friend. Cool. Ja, ich würde sagen, mit Rector, dass man... Mal gucken, können wir die... Nee, also das ist ja alles ganz positiv und das müssen wir nicht unbedingt dadurch verdingsen, dass wir mit Rector reden. Wir können ja für Spaß mal gucken. Weil der drückt so ein bisschen auf die Stimmung. Hier war doch der Typ, der Drohnen verkauft. Das warst du, ne? Ja. He looks sad, whatever. He looks... Ja, ist mir egal. You don't see me yourself? Can you do me a favor? I can't leave the lot right now. What's the favor? I'm supposed to pick up my medicine this morning, but I overslept. Can you get it from Ambrose for me? Ja, kann ich machen. Hurra, eine Mini-Mission. Na gut, machen wir das noch kurz.
I'm here to pick up reliable Matthew's medicine. Really? Well, okay. Holding a plastic cylinder about the size of a row of bread mints. Here you go. What are these? Sorry, Gonzo, I can't discuss a patient's treatment without permission. that's not what the Hippocratic Oath is about. Okay. Yeah, whatever, it's a crook of shit anyway. A crook of shit anyway, right? Point is, I can talk about a patient's treatment. Okay. Cylinder is lettered with holographic Hansi. Cool blue jazz, non-smoker version. It has a stylized illustration of a late black lounge lizard of a man wearing a zoot suit and smoking cigarillo. Search your memory for what this might be, okay? This looks like a tube of slow burn better than live chips. These disposable chips create a synthetic experience, and like normal BTL, which burn hot and fast, the sensory and emotional tracks on slow burn chips are adjusted to be only slightly above legal limits, and they last all day long. They give a gentle, subdued high. It's like you're someone else, but still living your life. Why are you giving reliable Matthew BTLs? Like I said, patient confidentiality. I can talk about it. This is medicine. Go away. Hush, hush. If you want to know more, ask Matthew. Okay. Matty. Okay. Ehrlich gesagt, dieses nehmt keine Drogen. Jetzt kommt wieder dieses nehmt keine Drogen Mist, ne? Ja, müssen sie wahrscheinlich heutzutage in Spiele einbauen, damit sie sich verkaufen dürfen. Also sollen sie wahrscheinlich von Steam indiziert oder so. Oh, ich will vorher mal speichern, vielleicht haben wir hier irgendeine Wahl. Yes, I did. It's great, give it to me. What is this stuff? It's my medicine, it makes me feel better. Weißt du was, das ist mir so egal, here you go. Hesley takes his number from US handshakes as he dispenses a single chip from it. He pulls back his hair, slots the chip into a hidden data jack. Stands stock still, eyes closed. Hey, beautiful. Okay. Boy, I'm glad to be back. Okay, yeah. Time to push something. Yeah, you just slotted a synthetic personality. No, sire, beautiful. This puppet authentic. Genuine authentic. Yeah, yeah. Let's talk about your authentically awesome BTL personality. Can't talk, beautiful. Gotta make sales. I feel too good to slow down. Catch me later, would you? Okay, whatever. Let's look at Jones. Ehrlich gesagt, eine Medizin interessiert mich überhaupt nicht. Okay, können wir nicht verkaufen. Bargains fall off a truck. Ah! It was the trusted suppliers get them. Do the suppliers certify the untraceability of their goods? Can I be a supplier if I have a spare drone? Well, it's a very exclusive process. You need to be a member of the community in good standing, have good reference, and pass a background check. Or if all you have is the drone, I can work with you. Oder I can work with you, okay. Sounds good to me. I think I understand you. Ich glaube, ich verstehe die nicht, aber mal gucken, vielleicht können wir die, weil ich meine, die ist ja jetzt in unserem Inventory hier und kann sie ja nicht unbedingt, also ich meine, brauchen sie ja nicht. Naja, würde ich sagen, reden wir beim nächsten Mal mit Rector und gucken, ob der die vielleicht brauchen kann, ansonsten vielleicht finde ich ja noch irgendwen, der die vielleicht diese blöde Maximum Law Idiot, vielleicht will der die haben. Gucken, ja, ich nehme mal an, dass wir die verkaufen können. Bei non-functional combat situation, ich glaube nicht, dass wir sie benutzen können. Ja, schauen wir mal. Da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Dann würde ich sagen, sehen wir uns ja wieder mit mehr Shadowrun Hong Kong. Bis dahin. Tschüss.